Wir schauen uns jetzt an, wie man bei einem Unterfluhydranten mittels eines Standrohres Wasser für den Löscheinsatz erhält. Beim Setzen eines Standrohres werden von der Haspel Standrohr, Standrohrschlüssel sowie ein B-Schlauch aus dem Geräteraum 5 entnommen. Außerdem wird von der anderen Seite der Haspel der Systemtrenner entnommen. Dieser muss in Kombination mit dem Standrohr immer verwendet werden. Zum Öffnen des Hydranten kann man mit dem Hydrantenschlüssel den Hydrantendeckel freiklopfen. Mit der gebogenen Seite des Schlüssels kann dann der Deckel angehoben und zur Seite gedreht werden. Die Schutzklappe im Inneren wird geöffnet und die Auflagefläche darunter von grobem Dreck gereinigt. Anschließend kann das Standrohr im Uhrzeigersinn eingedreht werden, bis es fest ist. Mit etwas Kraft sollte zur Sicherheit dann nochmal nachgezogen werden. Die Niederschraubventile sollten geschlossen sein. Mit dem Hydrantenschlüssel kann nun der Hydrant geöffnet werden. Bis er vollständig auf ist, kann es aber etwas dauern. Im Anschluss wird gespült. Dafür macht man eine Seite des Standrohres so lange auf, bis nur noch klares Wasser herauskommt. Nun wird der Systemtrenner angeschlossen. Dabei ist auf die Pfeilrichtung auf der Armatur zu achten. An dem Systemtrenner wird dann der B-Schlauch zum Fahrzeug angeschlossen. Am Fahrzeug wird die Ablandkupplung von der Pumpe gelöst. In dem Fach über der Pumpe befindet sich ein Sammelstück, welches wir nun brauchen. Das Sammelstück schließen wir mit Hilfe eines Kupplungsschlüssels an der Pumpe an und schließen dann unseren B-Schlauch an dem Sammelstück an. Nun kann der Wassertrupp das Kommando Wassermarsch geben und das Standrohr aufdrehen. Der Systemtrenner verhindert, dass durch Druckschwankungen in unseren Schläuchen dreckiges Wasser wieder zurück in das städtische Netz fließt.